Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung vom Server linusblogs.de. Der ist neu gestartet heute, ist von der Whitelist entfernt worden sozusagen. Jetzt haben alle Zugriff. Es sind 9 Spieler online, okay. Und es ist ein Minispiel schon mal verfügbar, das zeige ich euch gleich, aber vor allem die Features haben in sich. Das finde ich sehr, sehr toll. Also es gibt einen Navigator, ja, gut. Man kann zum Beispiel zum Spawn direkt wieder oder man kann zum Beispiel zum Bild FFA rüber. Also jetzt sind wir von hier oben hier rüber. Dann gibt es zum Beispiel Sichtbarkeit. Man kann sich unsichtbar machen oder man kann keine Spiele anzeigen. Ah, man kann andere entfernen sozusagen. Wenn ihr jetzt nur herumlaufen wollt oder irgendwas bauen wollt oder so, wenn das dann geht, dann könnt ihr das entfernen und dann könnt ihr wieder alle machen, dann seht ihr wieder alle Spieler. Die sind jetzt gerade alle am Spielen hier drin. Das ist ein ziemlich, ja, ich denke, neues Spiel. Dann hat man den Gadget-Knopf und dort kann man zum Beispiel einen Endperle nehmen, zum Beispiel hier hochgehen. Das finde ich auch sehr toll. Also das ist auf einem ja, Minispiel-Server natürlich sehr beliebt. Auf einem normalen Server würde es wahrscheinlich als Cheaten hingehen und nicht eingestellt werden. Aber das ist toll, wenn man so Server hat, wo man ein bisschen herumspielen kann, ohne Schaden zu bekommen und so weiter. Ja, okay. Das ist weniger gut, wenn man da noch ein Loch hat, aber das ist natürlich auch nur Show. ich wollte jetzt eigentlich wieder zurück haben. Kann das jetzt nicht mehr wechseln. Okay. Man kann zum Beispiel... Ah, hier kann man wieder Gadget wechseln. Jump Boost. Yeah. Okay, ein automatischen Rechtsklick-Hüpf-System ist auch sehr praktisch, um vorwärts zu kommen und so weiter. Aber man kommt nicht mehr hoch. Naja, man muss jetzt hier rüber gehen. So, wunderbar. Ich zeige euch gleich das Spiel, was dort ist schon mal. Jetzt wechseln wir noch kurz auf Köpfe. Da kann man verschiedene Köpfe machen. Ich habe momentan den Palutenkopf an. Ja, habe ich immer noch an. Ich will kein Twitch-Konto eröffnen. Dafür verbinden. Ich möchte nochmals einen anderen Kopf nehmen. Nehmen wir doch zum Beispiel Alpha Stein. Das passt zu meiner Rüstung. Ja, hallo lieber Alpha Steinkopf. So, kann man zum Beispiel Freunde, Effekt Items. Da mache ich am besten rot. So, das habe ich. Redstone und Bulle und so. green. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ah ja, das ist das gewesen. Lobby Switcher. Aha, aktuell Server verbunden. Und Trails. Nehmen wir doch, ja, wir gehen in Flammen auf. Genau. Yeah, baby, yeah. Wird es den anderen Spielern nicht ein bisschen nerven? Also, ich hoffe, ich sehe es. Ja, doch, ich sehe es auch selber. Aber es ist cool. Ein bisschen unter Feuer stehen. Aber ich mache es jetzt lieber wieder aus. Sonst haben wir nämlich immer nur Feuer im Ding. Das können wir eigentlich auch wieder entfernen. Ah, ich muss alles entfernen. So. Wir sollen ja normal bleiben. Okay, habe ich das nicht entfernt. Also jetzt ist es wieder aus. Aber das rote Effekt muss auch noch deaktiviert werden. Klappt scheinbar nicht ganz so richtig. Ja, bleiben wir halt so. Ist wahrscheinlich noch Beta alles. Kann, ja, kann so sein. Also, dann spielen wir mal mit. Wir wollen ja auch das Highlight zeigen. Oh, da ist einfach nichts mehr. Ich werde sofort... Nein, ich werde sofort besiegen. Ich bin natürlich nicht der Profi, ich bin eher der Noob. Aber ich möchte mal kurz ein bisschen die Gegend anschauen, kein Spiel erledigen. Ich
Ich spiele ja sowieso nicht lange, also ja, aus Zeitgründen. Andere spielen sicher lang. Ja, die besiegen mich immer sofort. Die haben sofort sehr gute Ausrüstung. Sehr schön. Ich will jetzt nur ein bisschen schauen. Aber Dankeschön fürs PvP. Ja, zeigen, wie man so sterben kann. Ich habe nämlich gar keine Items, die bekommt man wahrscheinlich bald. Ich haue einfach ab, wenn der eine nächste kommt. Da kommt er schon. Ich bin einfach so der Angsthase und zeige mal, wie man auch nicht sterben kann. Ah. Okay. Aber Items hat es in den Kisten scheinbar nicht mehr. Da kommen alle. Ich gehe jetzt einfach wieder hoch. Aua, bekomme leider Schaden. Aber ja, okay. Wird wieder regeneriert. Ja, zeige ich euch ein paar Kämpfe hier unten. Kann ich auch schleichen? Also sehen die mich nicht mehr jetzt? Ja, vielleicht schon. Und einer besiegt, glaube ich, alle. Einer ist richtiger Pro. Ziemlich cool. Also, ja, jetzt meine Meinung sozusagen. Also der Server ist noch klein, das ist klar. Aber das, was ihr schon eingebaut habt, ist eigentlich in einer Top-Qualität. Solche Plugins oder auch, ja, weiß auch nicht, einfach Plugins, die sind natürlich schon schwer zu machen. Also die müssen auch gehen, funktionieren. Wenn ihr die sogar selber gemacht habt, einer Plugins machen kann, dann großer Respekt. Und ja, ich bin mal ziemlich gespannt, wie sich das Server so weiterentwickelt. Jetzt ist halt noch nur ein Spiel online scheinbar. Aber man kann ja sicher mal da nochmals draufschauen, wenn ein bisschen mehr los ist. Ich weiß es nicht, wie viel ich machen werde von diesen Servervorstellungen. Also wenn es zu viele werden, dann werde ich wahrscheinlich alle Monat mal wieder zurückschauen. Dürft gerne dann wieder eine Information zeigen. Ha, ich bin der Pro, ich kann das. Oh, nein, ich kann es nicht. Aber ja, schaue ich gerne wieder zurück. Also ich werde zwar nicht einer sein, der rund um die Uhr jeden Tag natürlich reinschaut und Videos macht, kann, also einfach aus Zeitgründen und so weiter. Aber ich möchte einfach mal, ja, eben Leute unterstützen, weil es geht natürlich schon viel schneller mit Videos als mit einer Website, wo alle Server nur optisch ein bisschen beschrieben werden. Und ich hoffe, dass es allen gut hilft. Ich freue mich auf weitere Anfragen und jo, wenn es zeitlich mal nicht klappt, dann habe ich das einfach im Kopf und ich mache es dann später, wenn mal die Veröffentlichung ist und ich nicht gleich dabei bin, dann ist es einfach aus Zeitgründen nicht möglich gewesen. Aber ich tue allen annehmen. Ich habe jetzt sogar eine Anfrage von einem Modded-Server, ich glaube Pixelmon war es, bekommen. Werde ich auch machen, aber am besten nur über Twitch-Launcher oder ja, anderen Launcher. Aber ich glaube, Technik-Launcher funktioniert bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ja, am besten über den Twitch-Launcher, weil ich möchte natürlich schon auf sicher gehen, dass keine Viren dabei sind oder Hacks oder sonst irgendwas. Dass ich da natürlich ja, relativ gut drauf komme. Und am besten auch mir ein bisschen in den Kommentaren dann beschreiben, was für eine Version des Servers ist, welche Mods drin sind, ja, das wird ja dann gezeigt. Also ich werde euch anschreiben, dann könnt ihr die Mods, das Modpack auch schicken, den Link zum Twitch-Launch oder so zeigen. Und dann werde ich natürlich drauf kommen. Genau. So, weil wir jetzt gerade nichts mehr zu zeigen haben. Ich denke, es ist alles. Okay, was war das denn für ein Geräusch? Also ein Geräusch von eingesammelten Items. Ja. Ziemlich toller Server. Also wirklich ehrliche Meinung. Es ist wirklich toll. Da komme ich rein. Und vor allem das Highlight ist dieses Boot. Das ist
so groß, dass ich am liebsten jetzt in die Karibik fahren möchte und Pirat spielen möchte. Ja, kleiner Scherz am Rande, am Ende. Dankeschön, und wenn ich etwas vergessen habe vorzustellen, einfach in die Kommentare nochmal schreiben. Ja, kann ich noch ein Kurzvideos Video machen, aber ich denke, ich habe alles gezeigt. Und ja, lernen wir noch kurz ein bisschen etwas Mystik kennen. Kann man selber hüpft irgendwie nicht. Man kann andere Spieler hüpfen lassen. Yay! Ah, das ist Schneeball. Schneeball haben wir auch gehabt. Ja. Weihnachtsgadget. Ah. Aua! Gegen den Baum. Obla! Wunderbar. Ja, Heidi. So, jetzt gehen wir nochmals rüber zu ihm. Ich glaube, jetzt weiß er, was er meint. Also, jemand hat noch den. Jo. Genau, dass er das weiß, dass ich nochmal sicher mal komme, vielleicht auch eben ein Video mache, mal ein bisschen die alten, ja, Vorstellungen nochmal besuche, also selber, wo ich vorgestellt habe, besuche. Und, jo, bin gespannt, wie so die Mitteilungen in den Videos von diesem Server sind, von den Serverleuten natürlich. Und ja, ich kann schon fast nichts mehr sagen. So, ja, toll finde ich es. Ich bin wirklich überrascht, wie viel Spaß mir das macht. Ich werde weiterhin viele Server besuchen kommen, aus nicht werblichen Gründen, aber es ist ja Werbung für euch, also für den Server. Und ich hoffe, damit kann ich vielen helfen, weil es ist ja nicht mehr so ganz einfach, einen Server wirklich am Laufen zu halten. Ich hoffe, ihr habt Erfolg, und wünsche euch einen, ja, wunderschönen Tag und danke fürs Zusehen, für die Zuschauer. Jo, bis zum nächsten Server, der kommt wahrscheinlich heute Abend. Tschüss!